Ich bin für eine Freiheit, die mich frei bewegen lässt. Ich bin für eine Freiheit, die kein Privileg, sondern selbstverständlich ist. Ich bin für eine Freiheit, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu finden. Eine Freiheit, die authentisch ist. Ich bin für eine Freiheit, die okay ist. Das finde ich auch okay. Ja, voll. Ich bin für eine Freiheit,
die Grundbedürfnisse aller befriedigt. Ich bin für eine Freiheit, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Ich bin für eine Freiheit, die ihr eigenes Potenzial ausschöpft. Ich bin für eine Freiheit, die für alle gleich gilt. Und seine Natur durchsetzen. Er mag nun vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein. Das geht den Staat nichts an. Wir alle sind Narren. Es hat kein Mensch das Recht, einem anderen seine eigentümliche Narrheit aufzudrängen. Jeder muss in seiner Art genießen können. Jedoch so, dass keiner auf die Kosten eines anderen genießt oder ihn in seinem eigentümlichen Genuss stören darf. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt dir asphaltglatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue füllen die Lider, was war das? Vielleicht dein Lebensglück, vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf 1000 Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge ringt, die Seele klingt. Du hast gefunden. Nur für Sekunden. Zwei fremde Augen. Ein kurzer Blick. Die Braue pupillen die Lider. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei. Verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue verfüllen die Lieder. Was war das? Von der großen Menschheit. Ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder. Oh, I'm welcome, welcome, one hour, one hour, one hour, one hour.
War, was war mein schönstes Erlebnis in dieser Zeit? Da würde ich sagen, mein schönstes Erlebnis war eine Fahrradtour, die über 80 Kilometer lang war. Eure nächste Frage war, was fand ich schrecklich? Ich fand nichts wirklich schrecklich. Und eure letzte Frage war, was für eine Idee nehme ich aus der Zeit mit? Da würde ich sagen, dass wir diese Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nutzen.